Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part sind wir schon wieder ordentlich weitergekommen. Also ich muss schon sagen, ey, in letzter Zeit, also Fortschritte hier in diesem Part, ja, kann man sich nicht beschweren. Sind vorhanden, auf jeden Fall. Ja, sie sind auf jeden Fall vorhanden. So, jetzt möchte ich nochmal hier kurz eine Statue draufstellen, damit ich nämlich den Dungeon umdrehen kann. Das muss ich nämlich noch machen, glaube ich. Ich wollte mir wieder auf Kopf drehen. So, dann kann ich hier hin. So, okay. Und dann möchte ich einmal... Na, sehe ich euch? Da unten müsstet ihr doch sein. Ich sehe dich! Die, Zombie! Resident Evil! Stirb! Ich hatte gerade einfach Lust drauf. Ich hatte gerade einfach Lust, auf den Zombie zu schießen. Willst du sie nicht tanzen lassen? Nein, gerade nicht. Später. Und weg. Okay. So, ich hätte einmal gerne, wo sind sie denn? Da. Sicherheitshalber. So. Ja. Man kann in dem Spiel nicht vorsichtig genug sein. Ich habe gerade Hasenzähnchen gesehen. Wo? Naja, das Mund von dem Viech hatte Hasenzähnchen, fand ich gerade. Ach so. Ach so. Ach, ich kann jetzt hier gleich mal gucken. Weil, Magie kann man immer gebrauchen. Vor allem in diesem Dungeon. Nimm die Hasenohren lieber wieder ab. Nein. Nee. Viel stylischer, aber... Wir gehen hier taktisch vor, Bitch. So. Okay. Volle Magie, volle Herzen. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ja, den kommt mir langsam vor wie so ein Formel-1-Wagen. Ja, echt. Daran musste ich auch sofort denken. So. Und jetzt bin ich nämlich genau da, wo ich, bei dem Teil, wo ich ausgelassen habe. Weil, ich bin hier nämlich, warte, so, so. Und dann bin ich ja hier, wo bin ich? Irgendwo. Hallo. Oh, da war ein Schalter. Schönen guten Tag, ich, verkaufe ganz tolle Lederjacken, sind Sie interessiert? So, hier bin ich nämlich nicht durch. Ah, ja. Okay. So, und jetzt ist hier nämlich schon wieder eine... Soll ich mich von dir mal packen lassen? Nee, es würde wohl nicht klappen. Geh mal weg, du. Ach, das ist nicht. Geh weg. Geh weg. Lass dich packen. Wie soll ich denn das? Wie denn? Einfach... Hier so nah ran. Spring hin. Ich trau mich nicht. Oh, dann fällst du runter und dir kann auch nichts passieren. Dann startest du da halt wieder. Du hast... Ja, 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 ja. Ich sage schon... Oh. Ja, das hat's ja voll gebraucht. Ach, das ist der! Ist das der Raum mit dem Wasser? Ja, klar. So, wie komme ich da drüben hin? Und vor allen Dingen, wo ist die Kiste? Puh, wie komme ich da drüben hin? Den Schlüssel dafür habe ich ja. Meine Herren. Wie komme ich denn da jetzt hin? Puh. Hast du eine Kiste, wo du dich dran längs ziehen kannst? Nee, eben nicht. Lass dich nochmal werfen, bitte. Okay. Und versuch mal irgendwie in eine Richtung ich hab, zu steuern. Ja, Druck mache ich gerade. Aber nein, bringt nichts. Schwierig. Echt schwierig.
Ich bin so rumgegangen. Ich hab ne Idee. Dafür muss ich aber alles nochmal neu machen. Was? Was ich hier kopfüber gemacht habe. Oh. Aber ich habe keine andere Wahl, weil schau mal hier, das bringt mir hier alles nichts. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Mir sind die Hände gebunden, ich kann da nichts machen. Oh. Ich muss alles nochmal neu machen, was ich hier gemacht habe, wo ich kopfüber stand. Aber okay, ist ja kein Problem, das machen wir kurz. Dürfte jetzt relativ schnell gehen. Weil keine Zwischenbosse mehr und so ein Scheißtrick und niemand mehr da, der mich irgendwie nerven will und... Ja. Okay. Voll Moonwalk Link und so. Du willst das denn Rusher spielen? Ne, ich habe keine andere Wahl. Ich muss jetzt hier einfach nochmal alles machen, was ich gemacht habe. Mhm. Sag ich jetzt einmal. Oh, anstrengend. Ja, Mai. Ist es leider so. Weißt du, was mich halt die ganze Zeit schon verwirrt? Nee. Warum zum Geier ist hier in der Lava in der Mitte dieses eine Feld? Das da. Was hat das für einen Sinn? Warum ist das da? Was hat das für eine Existenzberechtigung? Warum existierst du eigentlich? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit schon. Nein, nicht wieder Corona werden. Ja, aber das ist eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Ich meine, es hat für mich keinen Sinn. Nee. Weil, wenn ich drauf stehen bleib, dann komme ich nur da in die Mitte. Mhm. Und da ist nichts. Da ist auch laut Karte nichts. Mhm. Also, hä? Auf jeden Fall sind da keine Truhen mehr in dem Raum. Eben. So. So, klettert da mal drauf. Ja, okay. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So. Meine Herren. Alles gut. So, dann da hoch. Und dann kann ich da durch. Ja, das geht ja relativ fix jetzt voran. So, was ist denn da? Achso, da ist nur... Okay, okay, passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. Mein Enterhaken... Karte. Ach, hier bin ich jetzt. Alles klar. Ich will's nur mal probieren. Okay. Hätte das sein können. Ich hätte es dem Spiel zugetraut. Du traust diesem Spiel alles zu. Da hast du nicht ganz unrecht. Aber das ist doch gar nicht so schlecht. Mit... Was ist denn das hier eigentlich? Eine Plattform. Warum ist die da? Warum existierst du? Ach so, das ist so eine Plattform. Ah, okay, check schon. Check ich schon. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. So. Okay. Hallo. Ich verkaufe ganz tolle Lederjacken. Sind Sie interessiert? Lederjacken? Seit wann verkaufst du Lederjacken? Ich verkaufe seit neuestem Lederjacken. 1,99 das Stück. Sind Sie interessiert? 1,99, das ist aber ein Schnäppchen. Das ist ein absolutes Schnäppchen. Das ist wirklich sehr günstig. Hergestellt aus 100% Rhinoceros-Penis. Ew. Wer will sowas denn? Ich weiß nicht, Frauen? Nee, ich glaub nicht. Hergestellt aus 100% Männerpenis. Mhm. Besser so? Ich glaube, der Penis ist das Problem. Ihr Frauen habt eine Penisphobie. Haben wir? Ja, anscheinend. Wobei, die Sonne da habe ich schon aktiviert. So, jetzt warte mal, jetzt warte mal. Jetzt muss ich echt mal, hä? Jetzt konzentrier dich mal, jetzt konzentrier dich mal. Ich muss hier irgendwie da oben hinkommen. Aber wie? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Kann ich... Ich gehe jetzt mal so. Ach, jetzt nervt es mich doch nicht. Ich will mich doch umschauen. So. Ah, ja, natürlich machst du dich genau jetzt unsichtbar.
Natürlich, das macht er nur, um dich zu ärgern. So, die. Okay. Nein, okay. Ach, so läuft das. Alles klar. I got this. You got this shit. Halt, nein, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erst wieder zurück verwandeln. Irgendwas habe ich übersehen, aber was? Ich muss irgendeinen Gang übersehen haben. Es sei denn, das ist wiederum etwas, was ich als... was ich schon aktivieren muss, wenn ich umgedreht, wenn ich den Dungeon auf richtig habe. Kannst du da bitte gleich nochmal hochgucken? Jetzt bin ich drauf reingefallen. Da. Guck mal bitte da hoch. Nee, ach scheiße, das muss man von der Seite sehen. Wie meinst du? Das ist, glaube ich, auf der anderen Seite von der Brücke. Geh mal entweder nach links oder nach rechts, ist mir egal. Ich will das nochmal von der Seite sehen. Dann machen wir das doch mal. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich machen muss. Anscheinend muss ich doch machen muss, wenn ich. Wenn der Dungeon richtig rumsteht. Wenn ich das jetzt so richtig kapiere. Es sieht mir sehr danach aus, dass ich hier etwas machen muss, ja, wenn der Dungeon richtig rumsteht. Da auf schon der Brücke, wo der Typ da steht. Ja? Da muss die Kiste sein. Eben. Und da war aber keine. Hast du den getötet? Ja. Ew. Scheiße, wie war das denn nochmal? Und mehr gibt es hier aber auch gar nicht. Das ist eigentlich gut zu wissen. Du, das ist voll richtig gut zu wissen, Caillou. Ich kann kopfüber gar nichts mehr machen. Tatsächlich? Gar nichts mehr. Ich habe alles gemacht, was kopfüber ist. Ich bin alle Gänge abgegangen, die ich gehen kann. Du, das ist voll eine richtig gute Nachricht. Ups. Sehr gute Nachricht sogar. Ich habe alles gemacht, was ich machen kann, wenn ich kopfüber bin. Hoffen wir jetzt einfach mal. Ich drehe jetzt einfach wieder auf normal. Das ist so praktisch zu wissen, dass das Lied der Schwingen einen an den Eingang zurückbringt. Das ist so praktisch zu wissen. Oh ja, das stimmt. Da bin ich echt froh, dass ich das weiß. Hm. So. Und... so. Machen wir noch eins. Ich muss sogar noch eins. Ja, der Winkel, ne? Und zack. Der Winkel. Dann drehen wir ihn halt wieder auf normal. Es ist eine einzige Fee, die mir fehlt. Ja, bla bla bla. Was sehr gut ist, eine einzige Fee. So. Einmal möchte ich dich, dann möchte ich dich. Und einmal, ja, Hasenmasse ab, Hasenohren abziehen. Und dich. Okay, das habe ich auch schon 10.000 Mal gemacht. Alles schon 10.000 Mal gemacht. Ach, nur 10.000 Mal? Ja, öfter noch nicht. Dafür stelle ich mich dann doch zu gut an. Ja, aber nur ein bisschen. Hm. Minimal. Also für meine Verhältnisse. Ganz minimal. Ich sag's mal so, ein anderer Spieler hätte den Dungeon in der Hälfte der Zeit geschafft. Aber für meine Verhältnisse ist das gut. Naja, man darf nicht vergessen, es ist ein Blind-Let's Play, ne? Muss man dazu auch sagen. Ja, aber trotzdem, jeder denkliche andere hätte dieses Spiel in der Hälfte der Zeit blind durchgespielt. Mein erstes Mal habe ich ewig gebraucht. Ewig. Ewig.
Ich bin schon an den Bomberjungs gescheitert, ganz am Anfang. Es spricht jetzt auch nichts dagegen, wenn das erste Mal ewig dauert. Stell dir mal vor, du hast die Zeit rückwärts nicht. Das kann man doch teilweise gar nicht schaffen, oder? Du hast jetzt gerade diesen Kommentar nicht verstanden. Was? Wieso? Egal, lass es. Ist egal. Ist nicht so wichtig. Nee, sag nochmal, ich hab's gerade echt nicht. Ist nicht so wichtig. Ich hab sogar komplett vergessen, was du gesagt hast. Ja, es ist okay. Mein Schweizer Käsegehirn, ne? Ja, ja. Ist alles okay. Aber wenn du so bist, dann kannst du was Perverses gewesen sein. Nein! Das weiß ich auf jeden Fall. Ich hab zwar überhaupt gar keinen Plan, was du gesagt hast, aber ich weiß, dass es nur pervers sein konnte. Ich und was Perverses, also bitte. Was unterstellst du mir? Ja, ja. Ganz ehrlich, das finde ich nicht okay von dir. Also, was du mir hier schon wieder unterstellst. Ich und perverse Sachen. Ich und perverse Sachen. Leute, ich habe nie perverse Sachen im Kopf. Halt, hier will ich gar nicht lang. Naja, niemals, ne? Niemals. Nein, nein. Ich habe nur gesagt, dass eigentlich nichts dagegen spricht, wenn das erste Mal ewig dauert. Ja. Okay, okay. Kommt darauf an, ob es gut ist oder nicht. Da hast du nicht ganz unrecht, ja. Das meiste erste Mal, also das meiste allererste Mal ist meistens nicht so gut. Kommt drauf an. Aber ne, es kommt auch drauf an, was für ein Geschlecht. Muss ich dazu mal sagen. Aber in der Regel hast du recht. Ja, vor allem in der Regel. war der schlecht gerade. Leck mich doch im Arsch. So, hier muss ich dann irgendwie hinkommen. Wie komme ich da hin? Warte mal. Will mich hier mal einer am Arsch lecken? Danke. Was? Hä? Ich check hier gerade gar nichts irgendwie. Hä? Ich check hier gerade gar nichts. Nee. Aua. Ha. Ich. Ja. Lass mich. So. Ich hab da schon eine Taktik. Und... Aha. Okay. Sieht man denn da eigentlich überhaupt eine Kiste? Aha. Was denn? Ja, du bist drunter. Ja, ich bin unter der Brücke, das passt schon. Ja, du bist vor allen Dingen unter dem Ding. Sonst wäre doch der Pfeil drüber, oder? War das das, was du gerade getestet hast? Nein. Sondern? Ich wollte schauen, ob der Controller da vibriert. Und ja, er tut es. Okay. Okay. Ich muss mich aber halt langsam echt mal zusammenreißen, weißt, von der Zeit her. Weil so unglaublich viel... Ja gut, ich habe 1,5 Tage noch Zeit, okay? Ja, ich wollte gerade sagen, für 2 Kisten solltest du das wohl schaffen. Was machst du denn, wenn jetzt in einer Kiste, in der ersten Kiste gleich die Fee drin ist? Dann versuche ich die Bosstür zu finden. Und was ist mit der zweiten Kiste? Wen interessiert die zweite Kiste? Glaub mir, die interessiert dich. Nein, doch. Da kann nur Müll drin sein. Nein. Glaub mir. Caillou. Vertrau mir einfach, bitte. Caillou, guck mal. 14 von 15. Ja, vertrau mir bitte. Egal, was jetzt in der ersten Kiste drin ist, die Fee oder nicht, hol dir die zweite Kiste bitte auch noch. Tu mir den Gefallen. Weil? Das erzähle ich dir jetzt nicht, aber tu es einfach. Vertrau mir einfach blind. Bitte. Du weißt, dass ich dir blind vertraue. Na ja, gut, von mir aus. Yippie! Du hast einen ganz, ganz schlechten Einfluss auf mich.
Nein, ich habe einen sehr guten Einfluss auf dich. Ja, wenn man es so jetzt wieder sehen will, auch wieder wahr, weil ich halt einfach zu viel für dich tue. Okay, hier ist das. Scheiße, und hier muss ich hin, wenn... Wie komme ich denn hier hin, wenn der Dungeon umgedreht ist? Wie komme ich denn hier hin, wenn der Dungeon umgedreht ist? Warte mal, hier ist die Fee, oder? Ja, hier ist die Fee. Okay, hier ist die Fee. Genau. Hier komme ich nur hin, wenn ich, wenn ich kopfüber bin. Aber wie? Hä? Ich kapiere das jetzt alles gerade gar nicht mehr. Irgendwas muss ich jetzt. Also hattest du umgedreht doch nicht alles abgesucht? Richtig. Irgendwas muss ich. Das heißt, du musst dir den Raum definitiv merken. Ja, aber die Frage ist jetzt, wie komme ich hier? Hier sind auch Türen, die umgedreht sein können, ne? Ja, wie? Ja, dann musst du. Ah, scheiß Autofokus. Ja, die Frage ist, wie komme ich zu diesen Türen, verstehst? Weil ich habe umgekehrt, ehrlich gesagt, nichts gefunden. Das ist das, was mich so ein bisschen... So. Magst du nicht zu mir herrennen? So. Ups. Das war jetzt auch nicht so toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den ganzen Part hätte ich mir sparen können. Den ganzen Part hätte ich mir echt sparen können. Der Part ist vorbei. Ein Suchpart. Ja. Naja, aber ich habe wenigstens rausgefunden, was los ist. Ja, das ist doch schon mal was. So. Wenn das so weitergeht, kann ich dir ja vielleicht irgendwann mal Tipps geben. So, da schaut, ja tatsächlich, da ist... Ne, das ist keine Tür. Aber da muss da unten eine Tür sein. So. Wenn ich jetzt hier durchgehe... Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ach, jetzt bin ich hier. Aha, ja klar, und die Brücke. Ja, aber hier ist nichts. Da ist nichts. Hallo. Ach so. Ach Mann, das ist doch jetzt nicht... Nein. Ach, es ist so offensichtlich. Oh Mann, bin ich dumm. Es ist so offensichtlich. Den Weg hier, von hier. Ja. Nach hier bin ich 10 Trillionen Mal geflogen. Ich kann auch einfach nach links oder rechts abbiegen. Oh, okay. Das tut schon fast weh im Kopf. Das tut weh im Kopf. Nein! So. Ah. Ungudi, richtig Ungudi. Ungudi. Was hast du dir für ein Slang angeeignet? Das habe ich von einem Kollegen. Ach so. Der sagt immer Gudi oder Ungudi. Wenn irgendwas gut oder schlecht ist, dann ist es halt Goodie oder Ungoodie. Hi, Shadow. Das war Shadow. Ja, schreien, Shadow. Mhm. Jetzt denken alle, mein Vogel Shadow kann nur schreien. Er kann auch andere Sachen machen, die süß sind, aber... Stimmt, er kann ficken. Nee. Und danach noch lauter schreien. So ein bisschen... Ja, das haben wir schon gehabt. Weil er dann auf einmal volle Lotte abgeht.
Aber so sind wir Männer nun mal. So, dann möchte ich einmal dich. Mann, jetzt rüstet doch den Bogen aus, danke. Meine Herren. Endboss-Bogen ausrüsten. So, ich brauche ein bisschen bei dem Dungeon, aber er ist okay. Er ist wirklich cool. Er ist wirklich extrem cool. So. Zuerst wieder hier lang. So. Wieder so. Wow, 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 wow. Okay, okay. Einen wunderschönen guten Tag. Ich verkaufe immer noch ganz, ganz tolle Lederjacken. Ich bin der größte Lederjackenverkäufer aller Zeiten. Da muss ich auch was sagen, dieser Spruch ist geklaut. Von wem? Dieses guten Tag, ich verkaufe tolle Lederjacken, sind Sie interessiert? Dieser Spruch ist eiskalt geklaut. Und zwar von wem? Von dem besten Let's Player der Welt. Den besten Let's Player dieses Universums. Deathmic. Leute, schaut euch Deathmic an. Unbedingt Deathmic. Also tot, also D-E-T-H-M-I-C. Deathmic. Schaut euch seine Videos an. Er ist der beste Let's Player dieses Universums. Okay. Unfassbar, Leute. Schaut ihn euch an. Er ist der beste Let's Player der Welt. Er ist fantastisch. Er ist fantastisch. Mittlerweile leider inaktiv. Oder sehr... Ja. Ein bisschen inaktiv, sagen wir es mal so. Aber trotzdem, ihr habt genügend Videos, die euch so anschauen könnten. Es gibt genügend Projekte von ihm, die ich mir schon 1000 Mal angeschaut habe und ich mir trotzdem immer wieder anschaue. Mhm. Deswegen, ja. Schaut ihn euch an, unbedingt. Schaut vorbei, lasst ihm ein Abo da, lasst ihm ein paar nette Kommentare da. Unbedingt. Stattet ihm einen Besuch ab. Er freut sich. Er ist wirklich großartig. Also ich bin zwar nicht der Typ, der sagt, ich habe Vorbilder oder so, aber wenn ich mir wirklich ein Vorbild aussuchen muss, dann... Dann auf jeden Fall ihn. Er ist großartig, Leute. Er ist phänomenal, er ist fantastisch. Ich liebe ihn regelrecht, er ist fantastisch. So. Okay. Und zwar müsste das dann eigentlich hier sein. Geh mal weg. Niau. 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 Okay. Hä? Nee, warte mal. Nee, hier ist es gar nicht. Hä? Ich will was ausprobieren. So, bam. Gottes Willen, ich komme hier gerade volle Kanne nicht mehr weiter. So. Und jetzt will ich da so links. Und das geht! Ja, da blasen mir doch einer den Schuh auf. Es geht. Und das bringt mir gar nichts, weil das nicht so geplant ist. Weil ich jetzt einfach nur bei einer Treppe bin, die kopfüber ist. Toll. Großartig. Mhm. Toll. Es bringt mir gar nichts. So, und der Part ist auch schon wieder seit 3 Jahren vorbei. So.
So, da oben war ich ja schon. Aber... ich will jetzt hier die ganzen Gegner besiegen. Komm, flieg irgendwie runter. Was ist? Ich überlege gerade. Ach so. Och, jetzt nerv mich nicht so, du Wichsding, du. Bei dem einen Typ sie. Ja. Wo die, der die Kiste bewacht mit dem. Mit dem blauen Strahl. Hattest du den umgedreht oder nicht umgedreht? Hä? Einen Typ sieht, der bewacht umgedreht, hä? Also eigentlich ist da doch... aber wenn du den besiegt hast, dann hätte doch eigentlich deine Kiste auftauchen müssen, oder nicht? Oh Mann, ich will, dass du die Kiste kriegst. Ja, nicht nur du, danke. Das ärgert mich gerade total. Nicht nur du, mein geliebtes Kaiulein. Ich will das auch. Weil ich halt gerade wirklich volle Rotze nicht weiterkomme. Ich komme hier gerade wirklich volle Rotze nicht weiter. Traurigerweise muss ich sagen, es macht trotzdem Spaß. Und du kommst nicht in diesen Feenraum, wo die letzte Fee ist, umgedreht quasi. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie, dafür müsste ich hier oben auf die Brücke drauf, wo dieser Fuzzi gerade spazieren geht. Da müsste ich hin. Auf diese Brücke muss ich drauf. Aber wie? Wie komme ich auf diese Brücke drauf? Oh. Aber das ist ja nicht der Raum mit der Fee. Das ist ja der Raum mit der anderen Kiste. Jetzt warte mal. Jetzt warte mal. So. Das bedeutet, ich gehe darüber. Wenn ich dann so... Dann bin ich da. Jetzt warte mal. Ich werde das Gefühl nicht los. Das da wäre? Nee, aber da ist keine Tür. Trotzdem, ist mir jetzt egal, ich mach das jetzt. Irgendwie muss es doch gehen, ich will diese Viecher da besiegen. Irgendwie muss es doch gehen, da muss es doch was geben hier. Es kann doch nicht sein, dass es hier nichts gibt. Oder? Das kann doch nicht sein. Ich weiß das nicht. Ganz ehrlich... ich weiß es echt nicht mehr genau, wie man da jetzt an diese... ich glaube, ich bin damals auch verzweifelt. Ich komme nicht weiter. Die Problematik ist, du kannst mir auch nicht weiterhelfen. Ich habe gerade wirklich fast keine andere Wahl, als in einem Guide nachzulesen. Weil es tut mir leid, ich komme nicht weiter. Ich weiß auch nicht, wie ich die besiegen soll, weil die ganze Zeit oben schweben. Weil die kommen ja runter, wenn du sie triffst. Ja, aber wenn... Nein, kommen sie nicht. Die kommen nicht runter, wenn ich sie treffe. Ach so, die... und wenn ich sie treffe und sie paralysiere, dadurch... da, jetzt dann kommen fliegen sie... dann fliegen sie paralysiert wieder hoch. Warte. Jetzt warte mal, schau. Ich lock ihn runter. Oh, ich hab die normalen Pfeile, Entschuldigung. Alter, der Part geht schon wieder 5 Stunden. So gefühlt. Komm runter. Ja, toll, triff mich.
Ja. Ja. So, und jetzt? So, ich versuche jetzt mal. Ich habe eine Idee. Nee, ich find's nicht raus. Ich find's nicht raus. Den Part beenden jetzt hier. Der geht eh schon fast 40 Minuten. Der geht eh schon viel zu lang. Und dann schaue ich mal in einem Guide nach, weil ich komme beim besten Willen nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Naja, also gut, Leute. Das war dann mein Let's Play. The Legend of Zelda Majora's Mask für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.